In diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses leckere Brot gebacken habe. Hier habe ich 280 ml lauwarme Molke. Und darauf gebe ich ein Päckchen Trockenhefe. Das sind ungefähr 8 Gramm. Eine kleine Prise Mehl. Die Hefe zieht sich daraus die Stärke und braucht keinen Zucker. Einmal umrühren und zur Seite stellen. Hier habe ich 500 Gramm helles Mehl und darauf gebe ich einen Teelöffel Salz und vermischen. Und das gebe ich auf mein Mehl. Den Rest verknete ich auf der Arbeitsplatte. Der Teig ist am Anfang ziemlich trocken, aber genau so muss der sein. Und gleich zeige ich euch den Unterschied. Der Teig sieht jetzt ganz anders aus, da klebt nichts an den Händen und genau so soll das sein. Ich forme das jetzt zu einer Kugel. Gebe den Teig wieder in die Schüssel. Und jetzt nehme ich ein ganz kleines bisschen Öl. Das ist nicht mal ein Teelöffel, nicht mal ein halber Teelöffel. Dann verteile ich das einmal ringsum auf dem Teig, gebe das wieder in die Schüssel zurück und decke das ab. Und das stelle ich jetzt an einen warmen Ort und lasse das ungefähr eine Stunde gehen. So sieht mein Teig jetzt nach einer Stunde aus. Ihr habt ja gesehen, wie trocken der Teig gerade war und schaut euch den jetzt mal an. Der ist richtig elastisch. Den ziehe ich jetzt auseinander und falte ihn. Ich knete den Teig nicht nochmal, sondern forme ihn zu einer Kugel. Wir brauchen ein Backblech mit Backpapier und da lege ich den Teig drauf. Noch einmal abdecken. Den Teig lasse ich noch mal ein bisschen gehen und in der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor. Mein Backofen ist vorgeheizt. Das Brot schneide ich eben ein. Und dann streue ich noch ein bisschen Mehl oben drauf. Das schiebe ich für 50 Minuten in den Ofen. So, mein Brot ist fertig und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum mir das aufgerissen ist. Hat einer von euch eine Idee, warum mir das Brot untenrum aufgerissen ist? Aber wir schauen uns das mal von innen an. Boah, ist das weich, ist das zart. Also von innen wirklich fantastisch, von außen, naja, sagen wir mal verbesserungswürdig, aber von innen wirklich super zart. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, dann hoffentlich ohne aufgerissenen Boden. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal. Ja, man sieht richtig, wie weich das ist. Boah, Wahnsinn.